Nächster Redner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Minister, ich glaube, das ist ein guter Haushaltsentwurf. Das ist hier in zahlreichen Reden auch deutlich geworden. Und der ein oder andere Kollege hat ja darauf hingewiesen, der erhebliche Personalaufwuchs im Sicherheitsbereich ist richtig und wichtig. Und der Kollege Bühl von der AfD hat ja dankenswerterweise darauf hingewiesen und hat sich damit, finde ich, wohltuend von zahlreichen anderen Reden seiner Fraktion, wir müssen ja manchmal viel ertragen, abgehoben, dass leider immer noch viel zu viele Polizisten sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene verletzt werden. Ich finde, jeder verletzte Polizist in diesem Land ist einer zu viel. Und an der Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön und herzlicher Gruß aus dem Deutschen Bundestag an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Sicherheit in diesem Land sorgen. Aber, meine Damen und Herren, kein Entwurf der Bundesregierung ist ja nicht so gut, dass nicht das Parlament ihn immer noch ein Stückchen besser machen könnte. Dafür werden wir in den nächsten Wochen mit den Haushaltsberatungen sorgen. Nun werden wir nicht gleich beim Sport auf 1 Milliarde gehen, weil ich will das an der Stelle auch mal wieder, was hier in den Raum gestellt wurde, ein wenig korrigieren, meine Damen und Herren. Wir haben in den letzten 4 Jahren 50% Aufwuchs bei der Förderung des Spitzensports. 50% Aufwuchs. Und ich finde, sowas sollte man auch nicht schlecht reden. Das ist eine gute Voraussetzung für unsere Sportlerinnen und Sportler, um erfolgreich in Tokio bei den Olympischen Spielen und den Paralympics zu sein. Also insofern Glück auf an unsere Athleten. Das sind gute Voraussetzungen, um mit einem ordentlichen Medaillenregen dann wieder zurückzukommen. Ich will aber auch noch kurz darauf hinweisen, worum ich mich besonders in Haushaltsberatungen kümmern möchte, weil es der CDU-CSU-Fraktion wichtig ist, dass wir an der Stelle noch entsprechend Schwerpunkte setzen. Wir haben ja im letzten Haushalt begonnen, ein Förderprogramm für kommunale Einrichtungen auf den Weg zu bringen. Dadurch sind zahlreiche Kultur- und Sporteinrichtungen in den Kommunen gefördert worden. Und die, ja, ich komme gleich zu Ihnen. Warten Sie, keine Panik. Und die DLRG wird ja in der nächsten Sitzungswoche eine Petition an den Deutschen Bundestag übergeben für mehr Unterstützung für Schwimmbäder. Aber ich sage Ihnen mal, wir sind eigentlich, meine Damen und Herren, der falsche Ansprechpartner. Zuständig sind Länder und Kommunen. Und da muss ich Ihnen jetzt mal folgenden Vorwurf machen, meine Damen und Herren von den Linken und besonders Ihrem Fraktionsvorsitzenden Herrn Bartsch. Sie haben sich ja in der Sommerpause hingestellt mit Presseerklärungen und haben so getan, als wenn das alles Bundesbäder wären, für die wir zuständig sind. Zitat von Herrn Bartsch gegenüber der ARD. Hier gibt es eine Verantwortung des Bundes, der sollte die Wünsche der Länder alle sanieren. Meine Damen und Herren, ich habe mal geguckt aus Thüringen. Da stellen Sie ja seit einigen Jahren den Ministerpräsidenten und auch noch einige Wochen und dann ist Schluss. Aus Thüringen zum Beispiel sind ja 12 Anträge an den Bund gestellt worden, Schwimmbäder zu sanieren. Was haben Sie eigentlich in Ihrer Verantwortung in Thüringen gemacht? In Ihrem Koalitionsvertrag, meine Damen und Herren, da haben Sie vor ein paar Jahren reingeschrieben, Sie wollen Sportstätten ausbauen und sanieren. Scheint nur heiße Luft gewesen zu sein. Und ich finde es einfach absolut nicht akzeptabel, wenn Sie mit populistischen Bemerkungen den Eindruck vermitteln, der Bund hätte an der Stelle liefern müssen. Wissen Sie, Sie werfen immer den da vor, populistisch zu sein, aber das ist kein Deut besser, weil Sie schüren damit eine Situation in den Kommunen, in den Dörfern und Gemeinden nach der Devise, die da oben wissen gar nicht, was wir brauchen. Die lassen hier unsere Schwimmbäder verrotten. Und der nächste Satz ist dann wahrscheinlich, die stecken alles in das Flüchtlingsheim statt in das Schwimmbad. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist keine anständige Politik. Und ich sage Ihnen auch mal, Herr Perli, Sie haben ja hier eben auch den Bund gescholten, dass wir zu wenig für Sozialwohnungen ausgeben. Sie sind doch in Berlin am Drücker. Da höre ich nur Enteignungsgequatsche und da höre ich nur verfassungswidrige Vorschläge. Aber die Zahl der Sozialwohnungen in Berlin geht jedes Jahr zurück, obwohl Sie die Bausenatorin stellen. Wie hat vorhin der Kollege gesagt, weniger quatschen, mehr machen. Das war ein sehr richtungsweisender Hinweis. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen.